Was geht ab, meine Z-Fighter? Osir hier. Und heute machen wir das neue Event, das neue Dokken-Event vom Tarles. Ich weiß nicht, ob es mir nun so vorkommt, aber ich glaube, das Event ist irgendwie total einfach. Keine Ahnung, ob es mir so vorkommt. Wir gucken uns erstmal die Informationen und dann springen wir in das Event rein. Einmal, sie hat Super 2. Super 2, 7 mit einem sie hat 3 bis 6 eigentlich sollte das der Fall sein. Die Sache ist nämlich die, wir kämpfen hier gegen Tarz, also in der ersten Runde gegen seine ganze Crew quasi, dann gegen Intarz, dann gegen Tektarz. Ab der dritten Phase, wenn wir Tektarz, wenn wir es schaffen, ihn innerhalb von 2 Runden, 6 Angriffen zu besiegen, dann haben wir gewonnen. Wenn nicht, dann ist er von der Frucht und bekommt ein Power-Up. Und ich weiß nicht, ob wir danach verlieren, ich denke aber nicht, nein, das sollte nicht der Fall sein, sondern dann geht es einfach weiter. Wenn wir ihn aber schon schaffen, ihn zu besiegen, bevor er von der Frucht ist, dann ist literally GG, dann haben wir schon gewonnen. Und das ist schon mir der Fall gewesen. Ich nehme mir einfach mal mein Potara-Team. Where is it? Da ist es. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich auf der Stage. Gut, und dann sind wir auch schon auf der Stage. Wie gesagt, am Anfang kämpfe gegen seine ganze Crew. Lasst uns mal... Ja, machen wir es das mal wie Jito hier hinstellen, damit er das Ganze weghaut, die alle umhaut, kontert etc. Und ansonsten schauen wir, was die anderen Jungs drauf haben. Aber wie gesagt, also teamtechnisch könnt ihr eigentlich am besten eines eurer besten Teams nehmen, sei es ein 120% Team oder ein Kategorie-Team. Ihr solltet da nicht so viele Probleme haben. Das Event ist, wenn ich das sagen darf, einfach, um ehrlich zu sein. Natürlich, es kommt immer auf euer Team an, ja. Ich habe jetzt zum Beispiel mein Potara-Team mit LF Vegito und das haut halt rein wie sonst was. Es wird halt diese zwei Runden bei den Tektals kam, damit will ich sagen, dass euer Team halt quasi gut sein muss, damit ihr das da auch packt. Ja. Und by the way, nicht wundern, ja, er Server, ihr seht, das leckt wieder mal ein bisschen rum, wenn es ihm zu schnell geht. Ich werde versuchen, da ein bisschen langsam zu machen. Aber wie gesagt, es kommt wie gesagt auf euer Team an, wenn ihr da in der dritten Runde gegen den Tektarles eben das Ganze nicht in zwei Runden schafft, dann bekommt er sein Power-Up. Dann bekommt er sein Power-Up und ich habe eben ab da noch nie weitergespielt. Deswegen wäre es gut, wenn ihr eben darauf hinarbeitet, ihn direkt zu besiegen. Wenn er in den Tech-Status ist, holt euch, wenn euer Team das so nicht packt innerhalb von zwei Runden, holt euch da Items, helft euch da aus. Und wenn ihr das eh schon so hinbekommt, dann ist... Ja. Dann ist das kein Thema für euch. Genau. Gut. Wir werden das Ganze gleich näher betrachten, damit ihr auch wisst, wovon ich hier rede. Nämlich nach dem Intarz. Jetzt will ich mir gerne mal beobachten, wie viel Damage er denn so macht. Ach, das, ja, er macht nicht viel. Okay, das Team. Ja, es kommt echt aufs Team an. Ich will jetzt das Event nicht wirklich easy, leicht reden, so schlecht reden, aber... Ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Lasst mich in den Kommentaren wissen. Hattet ihr wirklich Probleme bei dem Event oder habt ihr gesagt, nee, ich hatte auch so ein, sag ich mal, durchschnittliches Team oder ich habe es auch mit jedem anderen Team geschafft. Easy peasy, keine Probleme. Wegen der Mechanik eben, dass man ihn innerhalb von 2 Runden besiegen kann, muss, soll, darf. Oder sagt ihr dann, du, ich habe da schon ein bisschen Probleme mit meinem Team, wenn ich bin. Und genau. Aber dann an der Stelle, wie gesagt, helft euch mit Items aus. Sobald ihr beim Tektal seid, seid euch sicher, dass ihr ihn innerhalb von 2 Runden noch besiegt, damit ihr dann nicht unnötig Zeit zerstört und ihn direkt darum bekommt, sage ich mal. Genau. So, die Jungs machen hier noch ihren Job. Und dann kommen wir auch zum Tektals, ja, zu dem, wovon ich die ganze Zeit spreche. Dankeschön. Nämlich jetzt hier, ab hier. Wir werden gleich Charges sehen, oben links. Genau, da steht 6 Charge. Und ein Charge ist, wenn man einen Angriff tätigt und dementsprechend sind dann... wenn man alles getätigt hat, 2 Runden logischerweise. Deswegen schauen wir mal, was hier abgeht. So, ihr seht, ist jetzt, sind 3 Charges weg, eine Runde ist vorbei. Und so läuft das Ganze. Und wenn wir ihn innerhalb diesen 2 Runden besiegen, dann haben wir das Event schon gewonnen. Als ich es am Anfang gespielt habe, auf Ziad ist das by the way genau gleich. Nur, ja, als ich das am Anfang gespielt habe, da habe ich das auf Sicherheit erstmal geschafft, okay. Habe den Tektarz besiegt, dann lag ich auf Super 2. Da muss doch was kommen, weil wir haben gegen den neuen Tarz noch gar nicht gekämpft. Gegen den neuen Tarz, ja. Oder Tarles, wie auch immer. Und dann denke ich mir, hä, was ist gerade passiert? Ich habe gewonnen, GG. Da habe ich nachgeschaut und dann war das quasi so, dass wenn man ihn innerhalb von 2 Runden besiegt, dann ist er auch besiegt, ja. Dann gibt er auch keinen Mucks von sich. Aber ihr seht es.
Tanky ist er auf jeden Fall, das sollte man nicht unterschätzen. Nur, wenn der richtige Charakter ihn trifft, dann trifft er ihn auch. Und dann gewinnen wir. Seht ihr? Und schon haben wir das Event gewonnen. GG. Und schon können wir da rauslaufen. Aber, ich würde gerne mal wissen, was mich einfach interessiert und damit ich es euch auch zeige, was passiert, was wirklich passiert, wenn wir ihn nicht besiegen. Also wir wissen jetzt ja, dann geht's weiter mit dem neuen Agility Tals. Er wird stärker, bekommt einen Boost, aber wie schwer wird es dann? Deswegen würde ich sagen, lasst uns erstmal da reinschauen. Alles klar, dann schauen wir es uns mal an. Wie gesagt, einen Charge habe ich noch, er hat viel Leben. Ich hoffe, die eskalieren ihn nicht, meine Dudes, und hauen ihn irgendwie doch um mit Additional Attacks oder so. Ich habe, wie gesagt, eine neue Runde angefangen. Ja, da kommt schon Additional Ulti. Ich habe eine neue Runde angefangen, um eben die zwei Runden, um ihn nicht innerhalb der zwei Runden zu besiegen, damit er sich transformiert, damit er von der Frucht ist, um zu sehen, was eben danach abgeht, weil es mich einfach interessiert. Aber ich rate euch natürlich, jeden von euch, wenn ihr das schafft, besiegt ihn innerhalb dieser zwei Runden, den Tech Talis, und dann habt ihr das Ding schon gewonnen, ne? Ja, jetzt müssen wir halt gucken, dass sich Vegito hier zurückhält. Ich muss schon mit Elle Vegito. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Mmh, lecker. Okay, jetzt ist er gebufft. Jetzt bin ich. Jetzt. Okay. Okay, er ändert seinen Typus. Seine HP bleiben gleich. Und. Wie es aussieht, also er ist definitiv bestimmt stärker geworden. Ja, weil er ist ja nicht umsonst von der Frucht, um nicht stärker zu werden. Okay, gucken wir mal, was abgeht. Gucken wir mal, ob er uns jetzt irgendwie ein bisschen das Wasser reichen kann oder ob wir ihn hier auch zerfetzen. Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat und ihr auch sagt, ja, Tals, ja, keine Chance, den hau ich in zwei Runden rum, dann lasst auf jeden Fall ein Like da und wenn ihr neu hier seid, lasst auch auf jeden Fall auch ein Abo da, um dann nichts zu verpassen. Er hielt sich! What? Okay, wir haben ihn unterschätzt. Der hat sich mal krank geheilt. Das waren 2 Millionen Heal, wenn mich alles getäuscht hat. Ich hoffe, der macht das nicht jede Runde jetzt, sondern nur einmalig. Der hat sich ja mal richtig geheilt. Oh oh, sehen wir da irgendein Heal-Symbol? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Okay, schauen wir mal, was hier abgeht. Let's go. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden er macht. Ich das Ganze mal so, um zu gucken, ob er überhaupt was drauf hat. Solange das unser erster Ulti nicht gedodged. 133.000 Schaden. GG. Jetzt sind das so ein Ausmaß aus, da laggt einfach alles gerade. Also falls ihr euch wundert, ey, warum laggt das so? Es liegt am Gameplay, es liegt am Programm, was ich benutze für mein iPad. Es ist ein R-Server, ist das. Eigentlich hat das immer sehr gut schön funktioniert, aber in letzter Zeit macht es mir Warte mal, der hat gar keinen Schaden bekommen von einem Konton. Gerade voll oft, oder? Habe ich das falsch gesehen? Aber ja, in letzter Zeit merkt ihr, das geht ihm zu schnell. Also entschuldigt das. Das geht... Fusion! Das gilt nur für die japanische Version, weil ich die japanische Version auf dem Tablet habe. Global ist auf dem Nox Player, das ist alles easy. Aber ja, GG. Ja, also. Jetzt sollten wir ihn auf jeden Fall haben. Easy, let's go. Es sei denn, er hielt sich wieder irgendwie, ja. Aber jetzt hat unser elevated Konto und jetzt ist RIP. Zack! Der nächste. GG Tals! Also Leute, ich hoffe, das Ganze hat gefallen. Wenn ja, auch wenn ich da verrückt wurde, gerade auch zum Kontermaster wurde, bevor ich hier total durchdrehe, wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal.